Weiter geht's im Schweinereiten. Was auch immer ich hier machen muss. Ah, ich kann sowieso nur in eine Richtung. Ne, so geht's auch nicht. Okay. Das Spiel spricht nicht viel mit einem. Was mir eigentlich machen muss. Rumkratzt. Ach so, da runter musste ich. Sieg! Ach, also von da bin ich ja gekommen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass ich irgendwo auf dem Rückweg was, auf dem Hinweg was übersehen habe. Da müssen irgendwo noch Feinde sein, die ich noch machen muss. Anders kann ich mir das nicht erklären. Meine Güte. Okay. Warum leuchtet das überhaupt? So, ich kann da Dinge auslösen, indem ich darauf leuchte. Meine Güte, da ist ja auch schon drauf gekommen. Ist das denn nicht fantastisch? Spielen Sie, wenn es geht, immer ohne Anleitung. Ups, das erhöht die Spannung. Weiter, weiter, Schweini. Schweini to the win. Alles platt machen. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ja das hier machen kann. Das ist, wenn ich den rechten Trigger drücke. Dann kann ich damit ja Sachen anvisieren. So, ich gehe mal lieber hier. Nein. Irgendwie habe ich aber auch nicht so richtig die Zeit hierfür. Entweder ich mache hier so eine Kampfschwein-Attacke-Mission hier. So, allmählich könnte diese Mission auch mal beendet sein. Ich nehme an, diese Schnipsel. Stopp, zurück muss ich wohl einsammeln. Ne, ist nichts. Dachte, wer wäre irgendwas. Allmählich wäre ich aber gerne wieder zu Fuß unterwegs. So sind mir die Sachen, die ich machen kann, doch sehr limitiert. Nein, I don't like to make photos. Nein, hier dauert aber lange. Ich gehe mal davon aus, dass das hier so Sachen sind, die man später quasi auf... Ja, da kann man seine Punkte wohl verbessern später. Ups, komm her. Das ist einfach nur ein zweites Kampfschwein.
Kommen da gleich kleine Schweinchen raus, oder wie? So. Guck mal, dafür nicht irgendwann Punkte? Ach so, der Quatsch stand in Egon hier. Denk daran, dass du im Tausch gegen Konfetti Kameraobjektive und Filter bekommen kannst. Also das sind diese Sachen, die man ansammelt. Es gibt sogar ein Objektiv für animierte GIFs. Das ist aber schön. Dafür schmeiße ich dir erstmal so eine Nuss an den Kopf. Zack. Nicht getroffen. Nochmal. Wieder nicht getroffen. Dafür schmeiße ich dir erstmal Nüsse ganz knapp am Kopf vorbei. Mann. Ach, wahrscheinlich kann man den nicht treffen. Ach, jetzt komischerweise kann ich es wieder nicht mehr machen hier. Diese Aktion. Warum auch immer das gerade ging. Ich vermisse ein bisschen so punktemäßig, dass man jetzt hier gesagt bekommt, wie viele Punkte man geholt hat. Oh, das hier, der Pferdeesel, der freut sich auch einen Ast ab. Meine wunderschön animierten Schmetterlinge. Ich habe nie an mir gezweifelt, dass die super werden. Ich kann jetzt wieder springen. Ja, Leute, feiert mich. Ich will immer total abgefeiert werden. Und wenn ich missgespielt habe, auch egal. Bist du die Person, von der unsere Freunde im Obstgarten sprechen? Die zum Galgenhügel reist, um das Loch im Himmel zu schließen? Nimm dich vor den Krähen in Acht. Sie picken dich voller Löcher und tragen deine Seele in die Wolken. Oh, jetzt haben die Krähen plötzlich doch noch Platz in der Geschichte. Woher kenne ich diese Stimme? Ist das die Stimme von Uncharted? Also von diesem Sully? Die meisten Leute haben sich vor Krähenscheune untergestellt. Die meisten Leute haben sich in der Krähenscheune untergestellt. Dort findest du bestimmt die Hilfe, die du benötigst. Ach, das soll gar kein Böser sein. Okay. Ich dachte, das war eine böse Hexe wegen dieser Stimme. Okay. Noch mehr quatschen, hurra! Die Lösung für das Problem mit den Krähen ist in der Krähenscheune. Ich kann dir nicht verraten, um was es sich handelt. Ist ein schreckliches Geheimnis. Aber wie ich mir denken kann, musst du die Krähen alle abfackeln, dass sie elendig verbrennen. Na, das ist natürlich ein Kinderspiel, da wird man mit sowas vermutlich jetzt nicht rechnen können. Das gehört dann eher zu Tomb Raider, dass man mit so Feuerfallen rumrennt und die Gegner natürlich grausam abfackelt. Es kann nicht grausam genug sein. Was ist das denn hier? Ach, habe ich vielleicht auch noch eine kleinere Form, mit der ich dann hier hinein kann? Ich finde das immer schön, wenn keine Musik läuft. Dann weiß man, dass sie die GEMA eigentlich auf die Füße treten kann. Vielleicht davon. Ich habe mal gelesen, dass mal einer. Ach, das sind diese Krähen oder was? Wort wie Fragezeichen. Ich bringe euch alle um. Dann nicht. Die sind auch schön gemalt, wie vorhin gesagt. Das finde ich schön gemacht. Ah, hier, dem Elch kann ich reden. Muss ich niesen oder nicht? Manchmal, wenn ich ein bisschen rumspreche. Mann, ich habe den Mikro-Ding jetzt nicht gefunden. Naja, vielleicht sind sie jetzt alle wach. Sprich mit mir, du Affe. Ja. Krähen. Die machen mir keine Angst. Weißt du, ich habe diese alten Fell langsam satt. Kannst du mir etwas anderes geben, etwas Göttliches? Probiere. Den Elch. Wie soll ich den jetzt essen, oder was? Hier ist das göttlich genug. Lolololol. Ich kann ja nichts daran ändern, dass sie den inkompetentesten Menschen der Welt darum bitten. Wer hat für diesen Affenelch bestimmt nichts kaufen? Hier noch ein bisschen so. Um den Schein zu wahren. Hier die Poperze noch hinschmeißen. Besten so. Hilfe. Muss den Controller auch noch so drehen. Verdammt. Also drehen ist...
Regal muss rein, ich bin nicht kreativ hier. Ich hab keine Lust jetzt für den blöden Elchfall zu kaufen. Scheißegal, wie das aussieht. Hier noch ein paar blaue Streifen. Random Style. Noch ein Auge drauf. Oh, wow, das ist göttlich. Naja, wie man sieht, egal was für ein Müllmann zeichnet, ist es immer toll. Kann ich nochmal reden? Nein, ich habe nicht noch mehr tolle Deko-Ideen. So. Es tut mir mein zartes Ohr weh. Ich will nur hüpfen, rumspringen, Gegenstände Leuten an den Kopf schmeißen. Ich gehe mal davon aus, dass es wohl hier, dass ein kreatives Element haben sein wird. Ein Boot, auf das man nicht draufkommt. Das scheint zu frieren. So, erstmal hier das hier nehmen. Das ist wohl noch alles hier. Ja, wie soll man sagen? Einarbeitungszeit? Habe ich mir jetzt auch noch den Tonleiser gedreht? Ich habe mir jetzt auch ein Schachprogramm bestellt hierfür. Werde ich mal schachlich ein paar Analysen machen. Da sind manchmal so ganz schreckliche Schachvideos auf YouTube. Wir sollten langsam mal sehen, wozu diese Krähen wirklich imstande sind. Diebstahl! Hohoho. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Bin über die Story gefallen. Ich habe da teilweise Videos gesehen von schrecklich bis, ja, da nennt sich dann einer IM und hast du nicht gesehen und stellt quasi eine Variante vor unter einem angeblichen Namen von dem Mann. Nein, der Schlüssel einer der Krähen hat ihn gestohlen, das habe ich auch gerade gesehen. Wie komme ich jetzt in die Krähenscheune, um mich mit den anderen zu verstecken? Sie ist dorthin geflogen, in Richtung St. Whitmore. Bitte hilf! Yo, yo, yo! Kann ich mal weitermachen? Mann, bring den Schlüssel zu mir zurück, dann können wir uns darin verstecken. Sonst werden wir beide in Stücke gepickt. Viel Glück! Und lass die Krähen nicht deine Seele klauen. Geht's mal weiter? Da war dann beispielsweise eine Variante dabei. Die schon alt, so alt, die hat einen Bart. Das ist, vielleicht gibt's ja tatsächlich welche, die das Video sehen, die Schach spielen können. Das ist quasi D4 und D5 und C4 und dann gibt's eine Variante. Jetzt nicht den Zügen nach, sondern so sinngemäß. In dem Schwarz E6, C6 spielt und den Bauern dann nimmt auf C4. Und den halten kann, weil das sehr kompliziert ist für Weiß, den zurückzubekommen. Und diese Variante wäre dann angeblich von diesem jungen IM. Oder Videos, wo haarsträubender Mist erzählt wurde. Wo man schon sieht, dass er einzügig die Dame einstimmt. Und er erzählt auch so einen Quark wie, keine Ahnung, hängende Bauernschwäche oder was. In Wirklichkeit ist die Dame einfach verloren. Ich werde das aber vorher ein bisschen schriftlich niederlegen und dann quasi die Analysen, dass ich die vorher schon habe. Ich werde es versuchen, nicht also ja mit dem Video die Analysen quasi live on board zu machen. Da befürchte ich, dass da nichts Gutes bei rumkommen würde. Piep, 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 piep.